Hallo, liebe Seniorinnen und Senioren aus Punktstadt. Hier ist wieder Wolfgang vom Seniorenbeirat mit einem Video aus unserer Veranstaltung Fit für Foto. Wie Sie im Folgenden sehen werden, müssen Sie sich eigentlich keine Notizen während unserer Veranstaltungen machen. Das jeweilige Video sollte vollauf genügen. Sie müssen sich nur merken, wie Sie das hier auf YouTube finden. Unser Thema ist Makrofotografie. Tja, warum fasziniert uns dieses Thema? Warum faszinieren uns Makrofotos? Makrofotos üben eine ganz seltsame Faszination auf uns Menschen aus. Es ist halt die Welt des nicht ganz Kleinen, aber dennoch des Kleinen, was man normalerweise gar nicht sieht. Die sind uns im alltäglichen Leben einfach verborgen. Diese Pflanze hier zum Beispiel, die gerade hier so zu sehen ist, ja, die habe ich in Frankfurt im Palmengarten aufgenommen. Ja, man läuft einfach dran vorbei und sieht, wenn man jetzt aus einer Erwachsenenperspektive sich das anguckt, eigentlich nur, wenn man nicht genau hinguckt, einen violett-blauen Farbklecks. Und jetzt in der Makroaufnahme, wo man echt nah rangeht, relativ große Vergrößerung, merkt man plötzlich diese brillante Schönheit dieser Pflanze. Der Anblick ist also für uns ungewöhnlich und damit, ja, wenn etwas ungewöhnlich ist, dann weckt das halt unsere Aufmerksamkeit. Wir müssen einfach hingucken. Wir spielen auch gerne Rätselarten und versuchen herauszufinden, was das hier ist. Selbst wenn ihr jetzt einen Augenblick drauf guckt, werdet ihr wahrscheinlich nicht drauf kommen, was es ist. Das ist in Darmstadt aufgenommen und ist ein Pilz, der letztendlich in einem Wasserbehälter schwimmt. Wenn man nicht genau hinguckt und sozusagen nur groß sich das anguckt, völlig unfaszinierend, aber wenn man ein bisschen näher rangeht, tja, schon faszinierend und wie gesagt, zum Rätselraten einladend. Und da gibt es vom Götz von Berlichingen nicht nur den einen berühmten Spruch, sondern auch einen anderen, den ich hier mal zitiere: Wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Und das passt hundertprozentig im wahrsten Sinne des Wortes auf unsere Makroobjekte. Es ist nämlich sehr schwer, diese kleinen Objekte gut zu beleuchten. Das Erste, was jeder Neuling erfährt, ist, er steht sich meist selber im Weg. Wir sind ja nun im Vergleich zu den Makroobjekten, die im Zentimeterbereich sind, relativ umfangreich und groß, mitsamt unserer Ausrüstung. Und es ist gar nicht so leicht, das Licht, was vielleicht da ist, durch Sonne oder andere Umgebungsbedingungen, auf unser Objekt fallen zu lassen, weil wir halt häufig es mit unserem Körper oder der Kamera oder was auch immer abschatten. Außerdem muss man sehr nah rangehen, vor allen Dingen, wenn es ganz unten am Boden ist und das fällt dem einen oder anderen gar nicht so leicht. Das Zweite ist, kleinste Bewegungen, die versauen uns einfach schnell das Bild. Kleinste Bewegungen können vom Objekt selber kommen, wenn es zum Beispiel lebt, halt ein kleines Tier ist, eine Biene oder was auch immer. Und natürlich auch dadurch, dass das Objekt, wenn es zum Beispiel eine Pflanze ist, durch den Wind einfach bewegt wird. Und wenn man sieht, Mensch, das Ding bewegt sich, wir haben ziemlich viel Wind, glaubt mir, packt euer Foto ein, vergesst das Ganze, ihr kriegt es nicht hin. Selbst wenn ein zweiter dabei steht, ein ganz lieber Mensch, der euch das Ding festhält, die Pflanze, meistens klappt es nicht. Gegen das erste, Verwackeln und ähnliches, kann man ein bisschen was tun, indem man einfach immer ein Stativ dabei hat. Aber es ist für das Thema, wenn sich das Objekt selbst bewegt, sei es durch Wind oder durch ein Tier oder was auch immer, natürlich keine Lösung. Ein ganz großes Problem, aber auch eine ganz große Chance, ist die Tatsache, dass die Schärfentiefe massiv abnimmt, wenn ich ganz nah rangehe, mit egal eigentlich welchem Objektiv. Und das fast unabhängig von der Blende. Selbst wenn ich komplett abblende, ist trotzdem die Unschärfe doch relativ gut zu spüren. Das ist hier in diesem Bild zu sehen. Hier oben das Auge ist geschickt ganz scharf gemacht und auch das Futter für das Tierchen ist ganz scharf. Aber alles andere, also vielleicht ein Millimeter plus minus, fängt schon an unscharf zu werden. Damit müsst ihr leben, damit müsst ihr arbeiten und das ist natürlich auch die Chance, weil man durch Unschärfe das Bild gestalten kann. Ich kann halt dafür sorgen, dass nur das, was ich für Bild wichtig halte, wirklich scharf ist und der Rest problemfrei in der Unschärfe verschwindet. Ein anderes Problem für viele Menschen, gerade wenn man Insekten aufnehmen möchte, dann bewegen die sich natürlich. Das tun sie aber nicht, wenn sie noch im Kälteschlaf oder in der Kältestarre sind, weil es ja nachts im Allgemeinen kälter ist als tagsüber. Dazu muss man aber schon um 6 auf der Wiese sein und gucken, wie in diesem Bild hier dargestellt, wo noch die Tautropfen auf diesem kleinen Tierchen draufsetzen. Okay, genug der Vorrede. Was wollen wir denn eigentlich machen?
Wir wollen relativ kleine Objekte möglichst formatfüllend fotografieren. Wir reden hier nicht von Mikroskopen, wir reden von ganz normalen Fotoapparaten oder auch etwas teureren Fotoapparaten mit eigenen Objektiven dazu. Aber im Grunde wollen wir es so weit vergrößern, wie es geht und mal die Grenzen ausloten, was man da überhaupt machen kann. Bei Kompaktkameras bzw. Smartphones sind diese Dinge, die wir dazu brauchen, schon eingebaut. Im Gegenteil, wir können sie gar nicht ausbauen, sie sind einfach dran. Und bei Spiegelreflex- oder Systemkameras, die entsprechend etwas größer sind, braucht man, um vernünftig arbeiten zu können, ein sogenanntes Makroobjektiv, was aufgrund der Konstruktion es uns erlaubt, sehr, sehr nah ans Objekt ranzugehen. Sonst haben wir beim Standardobjektiv, irgendeinem Zoomobjektiv, naja, meist so ab 80 cm bis 1 Meter ist dann die Minimaldistanz. Darunter kriege ich es gar nicht scharf. Und bei Makroobjektiven ist das anders. Die sind so konstruiert, dass es halt funktioniert. Also zum Fotografieren von Makrosachen müssen wir sehr nah ran ans Objektiv. Da handelt es sich tatsächlich um den Zentimeterbereich. Das werden wir gleich sehen. Und der minimale Abstand zum Fokussieren, die sogenannte Naheinstellungsgrenze der Kamera, sollte natürlich auch möglichst nah am Objektiv sein. Diese Naheinstellungsgrenze hängt unter anderem auch von der Brennweite ab. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer Kompaktkamera in den Makrobereich schaltet, und dann anfangt mit dem Zoom irgendwie zu arbeiten, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn sich die Naheinstellungsgrenze verändert, dass ihr vielleicht nicht mehr so nah rankommt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wenn wir dann mal festgestellt haben, was maximal geht, kann man eins dazu sagen, kleiner und weiter weg geht immer. Was wir halt suchen, ist im Grunde sozusagen die maximale Vergrößerung. Und dazu schauen wir uns mal dieses umfangreiche Wort an, nämlich den Abbildungsmaßstab. Haben wir uns bisher noch nicht mit beschäftigt, der wird jetzt ganz wichtig. Und da gibt es einen schönen theoretischen Spruch, ich lese mal vor. Der Abbildungsmaßstab ist das Verhältnis von Objektgröße zu Abbildungsgröße auf dem Sensor. Hä? Was soll das denn nun? Ein echter Diplom-Theoretiker-Spruch. Was nützt uns das eigentlich? Man muss schon sagen, bei Smartphones und Kompaktkameras leider überhaupt nichts, da wir an diese Daten häufig nicht rankommen. Die Hersteller oder die Verkäufer geben sie einfach nicht an. Bei Spiegelreflex- und Systemkameras ist das ein bisschen was anderes. Deswegen werden wir uns das auch mal bei meiner Kamera angucken, das ist eine Systemkamera. Und deswegen, schön in Blau hingeschrieben, am einfachsten ist hier das Ausprobieren. Uns bleibt im Grunde gar nichts anderes übrig. Es sei denn, wir wollen wirklich studienmäßig absolut tief einsteigen. Das wollen wir nicht an dieser Stelle. Also, Frage ist, wie groß können wir ein kleines Objekt maximal fotografieren? Also, nehmen wir als Studienobjekt mal einen Gliederbandmaßstab, wie es offiziell heißt. In Hessen sagt man einen Meter dazu. Und gucken mal, wie sich dieser Zollstock, sagt man auch dazu, auf unserem Sensor darstellt. Denn wenn ich das Ding aufnehme und mir hinterher in der Kamera angucke, wie groß er ist, dann sehe ich ja direkt, wie ich ihn abgebildet habe. Ich muss das direkt tun, denn wenn ich jetzt erst das Ding bearbeiten würde und vielleicht auf ein DIN A0 vergrößern würde und ausdrucken würde, dann sagt mir das überhaupt nichts. Es muss tatsächlich jetzt geguckt werden, wie groß ist das Ding auf dem Sensor meiner Kamera. Also nochmal, diesen schönen roten Spruch, Verhältnis, Objektgröße zur Abbildungsgröße auf dem Sensor. Wir nehmen jetzt mal meine Kamera, in diesem Falle eine Lumix, Makroobjektiv 90 mm und das kann ich aus den Daten ablesen, schließlich war das Ding teuer genug. Die Naheinstellgrenze sind 15 cm und das gilt jetzt nicht bis zur Frontglasscheibe des Objektivs, sondern von dem Objekt bis ja, da, wo früher der Film saß, also wo jetzt der Sensor ist, 15 cm. Die Breite meines Sensors, das ist ein Micro Four Thirds Kamera, ist 17,5 mm. Und jetzt habe ich das mal ausprobiert. Ich habe also den Zollstock da hingelegt, bin auf 15 cm Abstand rangegangen, konnte da gerade noch automatisch fokussieren und siehe da, es sind 17,5 mm. Also ist der Abbildungsmaßstab genau an der Grenze, 17,5 mm, durch die Breite des Sensors auch 17,5 mm. Also wir bilden ab 1 zu 1. Bei meiner Kamera ist es so, wenn ich irgendwo etwas maximal sozusagen vergrößere im Makrobereich, dann kriege ich das in der Originalgröße auf meinen Sensor. Heißt aber auch gleichzeitig, hier sieht man das, diese 1,75 cm bilden sich exakt genau darauf ab.
Bei jeder anderen Kamera muss das nicht so sein, kann völlig anders sein. Also, jetzt weiß ich, wenn ich ein Objekt habe, was 17,5 mm groß ist, sagen wir mal eine Fliege oder eine kleine Biene, und ich nehme die im Querformat auf, gehe auf 15 cm ran im Makrobereich, kriege ich sie gerade noch scharf gestellt und sie passt dann voll auf meinen Sensor drauf. Ich habe also die maximale Vergrößerung. Hm? Wenn das Ding halt nur, was ist die Hälfte davon? 17,5 durch 2 sind also knapp 9 drauf, dann wird es halt nur den halben Sensor beglücken. Alles klar, müsst ihr halt ausprobieren in eurer Kamera. Können wir gemeinsam gerne ein bisschen rumfummeln und dann weiß jeder von euch, was er mit welcher maximalen Vergrößerung erarbeiten und leben kann. Kleiner geht immer, indem man einfach weiter weg geht oder vielleicht auch mal ein bisschen was am Zoom tut. So, nächstes Problem, beleuchten. Die Beleuchtung ist im Prinzip natürlich mit ähnlichen Problemen und Lösungen behaftet, wie zum Beispiel bei einem Porträt. Da kann man sich mal das Video Porträtfotografie angucken oder irgendwelche anderen Aufnahmen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass das Ding ordentlich beleuchtet ist und dass die Kamera mitkriegt, wie es halt beleuchtet ist. Nun ist es so, dass gerade in der Natur kleinere Objekte, irgendwas, was auf dem Fußboden im Wald rumliegt, normalerweise unzureichend natürlich beleuchtet wird. Deswegen laufen die kleinen Tierchen ja gerade dort rum, weil es eben halt nicht so hell ist und ihre Fressfeinde sie dadurch schlechter erkennen können. Also müssen wir irgendwie Zusatzleuchten einbauen, entweder elektrische, wie zum Beispiel ein Blitz oder auch eine Taschenlampe oder was auch immer. Oder wir arbeiten mit Reflektoren an Stellen, wo das Sonnenlicht vielleicht mal gerade durch das Blätterdach durchbricht. Im Allgemeinen brauchen wir Zusatzlicht. Es ist nur ganz selten, wenn man morgens auf der Wiese liegt, vielleicht, dass man ohne auskommt. Beim Fotografieren im Innenbereich, wenn es also nicht darum geht, vielleicht etwas Natürliches zu fotografieren, sondern wenn jemand irgendeinen Nippesgegenstand hat oder einen Zuckerwürfel oder was auch immer, da kann man sehr gut mit sogenannten Hohlkehlen arbeiten. Ihr seht das hier rechts in dem Bild. Das ist nichts anderes als ein großes weißes, kann auch schwarz sein, Blatt Papier, was man so geschickt hinlegt, dass sich hier so eine, man sagt dazu, so eine Hohlkehle ausbreitet. Also dass hier ein nahtloser Übergang ist, dass also nicht ein Knick da ist, wie zum Beispiel an der Wand, sondern dass das nahtlos läuft. Und dadurch hat man hinterher das Gefühl, wenn man es aufnimmt, als ob das Objekt im Raum sozusagen schwebt. Kann man ohne weiteres selber bauen, kostet halt das, was ein bisschen Fotokarton oder ein stabiles Blatt Papier kostet. Und ja, sind keine Falten oder Kanten oder ähnliches zu sehen. Nahezu ideal. Man kann natürlich solche kleinen Objekte auch in ein käufliches Leuchtzelt stellen. Das ist dann irgendwie so eine Aluminiumkonstruktion, die an allen Seiten mit so Stoff bespannt ist, meistens in weiß, sodass man von außen Leuchten dranhängen kann, die dann halt das Ding nach innen weich beleuchten. Auch ein Selbstbau ist hier auch möglich, aber ist etwas schwieriger. Aber machbar ist es. So, wie fokussieren wir jetzt? Wenn es geht, natürlich automatisch. Aber dadurch, durch die sehr extrem geringe Schärfentiefe, darf man sich keine Fehler leisten. Ich habe hier mal ein Beispielbild genommen, wo ihr seht, dass zum Beispiel das hier so ein bisschen leicht schwankt, wahrscheinlich im Wind. Hier auch, also die Kamera weiß dann gar nicht so genau, auf was sie nur scharf stellen soll. Und das Problem habt ihr auch, wenn das manuell, man kann ja auch auf manuell schalten, manuell fokussiert. Ihr kriegt es nicht hin, weil der Fokus dauernd schwankt. Wenn das Ding halt nicht nur quer zur Bildrichtung, sondern auch längs zur Bildrichtung, wenn die Bildrichtung rein und raus schwankt, ja, dann habt ihr halt ein Objekt, was 2-3 mm schwankt in der Entfernung. Und wenn die Schärfentiefe nur 1 mm ist, gibt es keine Lösung dafür. Dann werdet ihr entweder mit der Unschärfe leben müssen oder ihr sagt, nee, will ich nicht haben und geht erstmal frühstücken. Ja, das ist halt so und wir müssen einfach damit leben, in diesem Unschärfeproblem, weil wir es halt jetzt hier mit Makro zu tun haben und die Technik halt in diesem Fall leicht gegen uns ist. Ein Problem, wenn es um Aufnahmen auf dem Boden geht, ist eine ordentliche Kamera zu verwenden, die so ein Klappdisplay hat. Also hier sieht man das mal in dem Foto. Das kann ich halt auch 90 Grad verdrehen, sodass ich mit der Kamera wunderbar auf dem Fußboden irgendwas aufnehmen kann, ohne dass ich mich jetzt wirklich in den Dreck legen muss. Und ich kann es dann aus einer bequemen Betrachtungshöhe, vielleicht auf den Knien oder so, gucken, indem das Ding halt quasi wie ein 90 Grad Spiegel benutzt wird. Funktioniert wunderbar, kann meine Kamera auch, kostet aber auch ein paar Mark mehr. Ja, manchmal muss man manuell fokussieren, weil der Autofokus versagt.
ist durchaus möglich bei schlechter Beleuchtung, dass das manchmal einfach nicht hinhaut. Nicht ungeduldig werden, nicht böse werden, einfach den Fokus auf Hand stellen, manuell. Und dann, wie auf dem Bild gezeigt, hier halt am Objektiv ist das dann meist, das Ding von Hand scharf stellen. Macht besonders viel Spaß, wenn man dabei im Dreck liegt und 10 cm oder nur 5 cm über dem Waldboden, der vielleicht ein wenig feucht ist und von Ameisen bevölkert ist, liegt. Aber wie gesagt, wir wollen ja tolle Fotos machen. Ne? Zum sorgfältigen Ausrichten und so braucht man natürlich ein bisschen Zeit. Das schreit also förmlich nach einem Stativ. Und das sollte, wenn es geht, auch ein makrofähiges Stativ sein. Das heißt, man muss in der Lage sein, die Kamera gegebenenfalls auch mal auf dem Kopf aufzustellen, um noch weiter runter zu kommen. Also wenn der Körper der Kamera einen daran hindert, dann hat man ja meistens so 5-6 cm, wo man einfach nicht tiefer kommt. Da gibt es entsprechende Stative dazu, muss man halt bezahlen. Und eventuell auch Einrichtungen, mit denen man den Bildausschnitt fein regeln kann. Hier ist das so, da ist so ein Griff dran, an dem man drehen kann. Da kann man die Kamera sowohl schwenken als auch noch da schwenken. Aber das geht halt nur relativ grob. Da gibt es halt auch andere Dinge, auf die ich später nochmal zu sprechen komme. Noch eine Bemerkung, bei unseren bisherigen Aufnahmen war es ja so, wenn ich abgeblendet habe, sprich also hohe Blendenzahlen, sagen wir mal Blende 8 oder Blende 11, dann wurde die Schärfentiefe größer. Habe ich aufgeblendet, also die Blende nach offen gestellt, die Zahlen dann dadurch kleiner gemacht, dann wurde die Schärfentiefe geringer. Dieser Effekt ist prinzipiell auch bei Makroaufnahmen da, aber er ist wesentlich schwächer. Man kann schon fast sagen, egal wie du auf- oder abblendest, die geringe Schärfentiefe bleibt im Wesentlichen bestehen. Also könnte das eher benutzen, um die Belichtung optimal hinzupacken. Okay, man kann es versuchen, aber es bringt nicht viel. Noch dazu beim halben Millimeter Schärfentiefe oder einem Millimeter Schärfentiefe, naja, was nützt uns da noch? Ein Zehntel Millimeter mehr. Ne? Kommen wir mal zum Thema Zubehör. Was kann man alles benutzen, um einfach besser ranzukommen an dieses Thema? Als erstes habe ich immer in meinem Fotorucksack mit drin ein paar selbst designte und gedruckte Hintergründe. Hier sieht man mal so einen grauen, schwarzen, dann so einen etwas grün melierten oder einen blauen. Und die kann man einfach vorsichtig hinter ein natürliches Objekt stecken. So waldmäßig ist natürlich sowas hier. Oder wenn ich halt einfach alles in verschwinden lassen möchte, nämlich einen schwarzen, den es so in der Natur natürlich nicht gibt. Aber die Makroaufnahme wird dadurch einfach besser. Kann man sich selber ausdrucken und dann halt irgendwo auf eine etwas dickere Pappe oder ein Plastik aufkleben und mitnehmen. Das ist ein sogenannter Makroschnitten. Wenn man uns ganz genau fokussieren will oder den Bildausschnitt hin und her fahren will, dann nimmt man sich so ein Ding, montiert das auf ein Stativ und dann kann man die Kamera in ganz, ganz feinen Schritten vor und zurück fahren und ist dadurch in der Lage, genau den Punkt zu treffen, den man haben will. By the way, also bei der Gelegenheit noch ein zweiter Tipp. Ich kann auch eins machen. Ich kann von mir aus 20 Fotos schießen und kann diesen Makroschnitten jeweils um 0,1 mm weiter nach vorne oder nach hinten schieben und kann anschließend diese vielen Fotos übereinander legen und auf diese Art und Weise durch Bildbearbeitung künstlich die Schärfentiefe vergrößern. Ist natürlich ein Trick mit einem gewissen Aufwand verbunden, nennt sich Focus Stacking. Also hintereinander schalten von Fotos, kann ich im Rahmen dieses Grundlagendings aber nicht weiter verfolgen. Hier mal ein Stativkopf zum Feineis stellen, nennt sich also der Getriebeneiger. Da habe ich also mehrere unabhängige Schrauben, an denen ich das Ding wirklich fast wie ein Mikrometer ganz, ganz fein einstellen kann. Nachteil ist, man muss manchmal ganz schön kurbeln, aber damit funktioniert das optimal. Und hier habe ich mal ein Kamerastativ genommen. Ein sogenanntes Gorilla-Pad, das kann man auch um einen, die sind so ziemlich flexibel, diese Dinger hier, kann man also auch mal um einen Ast wickeln oder um eine, was weiß ich was, um eine Laterne. Kann es fast überall aufstellen. Ist nicht ganz so stabil wie ein richtiges Stativ, aber gerade im Makrobereich häufig unerreicht, weil es halt ungeheuer flexibel ist. Beleuchtungstechnisch gute Idee sind sogenannte Sklavenblitze. Das heißt, sind kleine Blitzgeräte. Hier handelt es sich hier um eine Größenordnung von so 8 bis 9 cm, haben eine Batterie drin und eine kleine Fotozelle. Und wenn irgendwo ein Blitz ausgelöst wird, lösen die auch ihren Blitz aus. Ohne große Einstellung, das heißt, wenn ich die Blitzstärke verändern will, muss ich einfach mit diesem
Sklavenblitz weiter weggehen, damit er halt sein Licht auf eine größere Fläche verteilt. Und damit kommt automatisch pro kleiner Fläche weniger an. Kann man wunderbar im Makrobereich einsetzen, gerade wenn man morgens auf irgendeiner Wiese liegt und die Sonne hier gerade so schräg irgendwie von vorne kommt. Und man hat auf seinem eigenen Fotoapparat einen kleinen Blitz drauf. Da stellt man den, wenn es irgendwie geht, auf möglichst wenig ein, damit das nicht direkt tot geblitzt wird. Und die beiden, in diesem Fall, ich habe zwei davon, kann man dann seitlich irgendwo hinstellen und kann dann die Szene wirklich super ausleuchten. Kostet nicht viel, kann man gut einsetzen und mitnehmen. Oder eine LED-Leuchte, wie ich sie häufig gerne verwende, weil der Nachteil beim Blitz ist halt, ich sehe erst hinterher, ob es okay ist. Und wenn ich so eine LED-Leuchte mit Dauerlicht habe, dann sehe ich halt direkt, ob das Bild was werden wird oder nicht. Dafür ist es etwas teurer. Taschenlampe kennt jeder von euch. Es gibt moderne LED-Lampen, die gar nicht so teuer sind, die enorm viel leisten und kaum Batterie verschlingen. Sollte man bei Makrofotografie auf jeden Fall immer dabei haben, um auch mal so ein Spotlicht, einfach so einen hellen Fleck vielleicht auf ein Objekt zu packen und alles drumherum ist vielleicht ein bisschen dunkler. Ne? Ja, und das Ganze, wenn man nicht mehr als zwei Hände hat, wie die normalen Menschen, dann braucht man eventuell ein Stativ, wo man dann diese Beleuchtungseinrichtung dranhängen kann, mal drüber nachdenken. So teuer sind die Dinger nicht, aber man muss sie halt tragen, das ist der Nachteil. Ja, und kleine Reflektoren, wenn Sonnenlicht da sind, um das Licht richtig zu verteilen, in diesem Fall sogar mit Gold bedampft, nicht mal mit Silber oder Weiß. Super Idee, das Ding hier ist ein bisschen größer, gibt es aber auch im Bereich so 15 bis 20 cm Durchmesser, sodass es für Makroaufgaben besser geeignet ist. Hat nur gerade keinen da, deswegen habe ich einfach hier mal meinen großen Reflektor genommen und mal ein Foto von gemacht. Ja, warum Beispielfotos? Ich möchte euch eigentlich nur mal Anregungen geben, was man im Makrobereich alles auch Verrücktes fotografieren kann. Und deswegen machen wir das nicht sozusagen wie auf der Schulbank, sondern ich zeige euch einfach eine Menge von diesen Einzelfotos. Nicht alle von mir, teilweise aus dem Internet. Und ihr müsst halt jetzt einfach einen Blick für diese Motive entwickeln. Deswegen auch hier diese etwas erschreckt blickende Dame, die halt erstmal anfängt, überhaupt die Realität durch den Kamerablick zu sehen. Was sehe ich eigentlich, wenn ich kleine Objekte größer machen kann? Vielleicht fängt man damit an, alles was kleiner als ein paar Zentimeter ist, einfach mal möglichst optimal zu fotografieren. Wie zum Beispiel hier unten dieses kleine Tierchen, was dabei ist, hoffentlich mal eine Blattläuse zu vernichten. Oder irgendwas anderes. Dann mal den Ausschnitt variieren, mal nach rechts, links, oben, unten, vielleicht mal anschneiden. Beleuchtung variieren, wirklich damit experimentieren, warum nicht. Und man kann auch schön in der Küche rumplanschen, wenn jemand da ist, der einen zur Rechenschaft stellen möchte. Und dann damit rumfotografieren, also Wasserplanschereien sind was Herrliches. Und kann man auch tolle Sachen mitmachen. Gut. Wenn ich jetzt diese Fotos mal bespreche, dann zeige ich sie euch nicht nur und höre mir euer A und O an, sondern ich sage auch ein paar Worte jeweils zu den entsprechenden Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten, beziehungsweise auch warum mir das Bild vielleicht gefällt. Der absolute Klassiker. Ein Makrobild vom Auge. Also, bevor ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass das so aus der Nähe betrachtet gar nicht so hübsch ist, als wenn man ein hübsches Gesicht hat und das vielleicht aus einem halben Meter betrachtet. Also das Auge sieht doch schon ziemlich zerfranst und im Detail doch schon relativ gespenstisch aus. Hier wurde die Pupille fast in den goldenen Schnitt gelegt, allerdings mittig dabei. Das Auge wird super hier reingeführt und ja, man geht hier kreisförmig sozusagen rein und sieht faszinierend dieses Bild. Ja, das ist das Bild mit der Idee. Wenn ihr so eine Aufnahme macht, macht sie schnell, denn die Europäische Gemeinschaft ist kräftig dabei, das Thema Glühlampe Richtung Papierkorb zu verschieben. Also es wird irgendwann keine Glühlampen mehr geben. Und das lebt natürlich von dem Technikaspekt hier auf der einen Seite und dann diesem warmen Lichtspot hier hinten, diesem Gegensatz. Tolles Bild, wenn ihr mich fragt. Gar nicht so leicht, das hinzukriegen, weil der Hintergrund muss ja irgendwie schwarz geschafft werden. Auch ein super Bild, knackig, die Farben sind echt klasse dabei, gibt es gar nichts. Die Beleuchtung, sieht man, kam irgendwie ein bisschen von oben, aber wahrscheinlich auch von mehreren Seiten. Und wenn ihr jetzt mal genau hinguckt, dann seht ihr, bereits in diesem, ja vielleicht einen Millimeter, ist die Heuschrecke hier schon unscharf, während das Auge noch scharf ist. Also, oder diese Strukturen hier.
Also das Thema Schärfentiefe ist ein nicht zu unterschätzendes Thema. Wir werden noch einige Bilder dazu sehen. Tja, jeder weiß, was ein Streichholz ist, habt das schon mal so von Namen gesehen. Natürlich intelligent, der schwarze Hintergrund dazu, passt super, echt super. Ein ganz, ganz einfaches Bild, strahlt eine gewisse Gemütlichkeit aus. Vielleicht könnte man es ja mal auch versuchen, wenn es brennt, mal gucken, wie es dann aussieht. Nicht die Wohnung, sondern das Streichholz meine ich. Ein paar Stifte in so einem Bleistiftköcher, nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß diesmal gezeigt, extrem scharf. Man sieht, gerade so bei Makroaufnahmen tauchen plötzlich Strukturen auf, die man mit dem unbewaffneten Auge gar nicht sieht. Diese ganze Fussel hier. Überhaupt das Thema, wenn ihr künstliche Objekte habt, denkt dran, die Fusseln zu entfernen. Die sieht man bei einer Makroaufnahme wirklich übergenau. Hier was für Raucher. Tja, der Rauch entwickelt sich einfach faszinierend und das Ganze kriegt natürlich eine enorme Dynamik hier durch dieses nach oben streibende Liniengewirr. Auch eine tolle Aufnahme und das sage ich, obwohl ich nicht Raucher bin. Eine ganz alltägliche Szene. Jemand kann am besten mit Brille gucken, liest die Zeitung oder ich weiß nicht, was es ist. Ja, sieht so aus. Hat seine Brille drauf liegen lassen. Jetzt durch die unterschiedliche Wirkung der Brillengläser bekommt das Ganze ja fast eine unwirkliche Geschichte. Ist fast schon ein Suchbild nach dem Motto, was ist denn das jetzt für eine Zeitung? Wo kommt denn das her? Schwarz-Weiß unterstreicht noch, dass es hier nicht um irgendwelche Farbenaspekte geht, sondern wirklich um die grafische Betrachtung. Ein technisches Foto, wahrscheinlich eine Uhr oder sowas ähnliches. Diese Feder hier unten legt den Verdacht nahe, dass es sich um eine Uhr handelt. Hier auch diese Zahnräder. Auch hier für einen Techniker natürlich eine tolle Sache. Aber man beachte bitte die entsprechende Unschärfe, die sofort auftritt. Man kann wirklich nur ganz, ganz kleine Distanzen scharf bekommen. Auch ein alltägliches Bild, hat einer seinen Schlüsselring irgendwo hingeschmissen. Sieht einfach toll aus, vor allem wenn er richtig beleuchtet ist. Man muss gar nicht viel tun, man kann halt so eine Markaufnahme einfach machen, so ein bisschen variieren. Also wirklich tolle Sachen damit machen. Einfach mal als Idee mitnehmen. Wieder ein Technikbild. Ein Bohrer, der hier eine Hartmetalleinlassung hat. Und ja. Die meisten von euch werden sowas noch nie gesehen haben, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, mit dem Auge so nah ranzugehen. Abgesehen davon, dass man mit dem weichen Auge vielleicht nicht an so ein Hartmetallding in der Nähe kommen sollte. Tolle Aufnahme, finde ich. Ja, das war im Aquarium. Das ist ein Seeigel. Ob das nun das Auge da drin ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zieht es von allen Seiten her, durch diese Linien, die da sind, natürlich unser Auge magisch an. Und wir landen halt da und dann verweilen wir so lange wie es geht, wie diese bizarre Struktur uns interessiert und das ist sicherlich die eine oder andere Sekunde. Aus dem Funkstädter Wald entdeckt ein Pilz, natürlich unterste Kategorie, will sagen, man muss sich auf den Bauch legen, um das Ding überhaupt fotografieren zu können. Und das Highlight ist halt irgendein kleines Viech, irgendeine Fliege oder was es ist, das hier dran sitzt und vielleicht ein bisschen was davon knabbern will. Eine etwas andere Perspektive mit einer Fremdbeleuchtung, also mit einer warmen Lichtlampe, von innen beleuchtet. Und jetzt erscheint dieser Pilz tatsächlich sehr, sehr durchscheinend. Hat irgendwie ein angenehmes Äußeres. In Schwarz-Weiß wird das nicht funktionieren. Das Bild lebt schon ein bisschen von der Farbe. Und diese Strukturen durch die Gläser im Vordergrund stören nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht. Auch wieder im Aquarium. Quallen habe ich in Berlin aufgenommen. Sehr, sehr ästhetisch, wie die darum schwimmen. Ich nehme an, Ihnen ist das gar nicht bewusst, aber auf mich wirkt es fast so, als wenn da kleine Meerjungfrauen schwimmen würden. Ein günstiges Objekt, kleines Fahrrad, irgendein Neffen entwendet. Ja, und hier ist die Beleuchtung, das eigentlich Interessante. Natürlich kommt hier hartes Licht von links und erzeugt diese harten Schatten, die halt das Bild zusätzlich interessant machen. Ansonsten knackig scharf, soweit es geht, aber natürlich verschwimmen auch schon einige Teile an dem Fahrrad wieder in Unschärfe. Makrobedingt. Strukturen beim Fahren, nicht ganz ein Makro, vielleicht ein bisschen größer. In der Realität waren das etwa 10 cm bis 15 cm. Aber dennoch finde ich ein tolles Bild. Hat eher grafischen Charakter, würde schwarz-weiß wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Das sind jetzt zwei Aufnahmen, ich zeige gleich die zweite, von Faltern, Schmetterlingen.
Da muss man aufpassen, die dürfen wir im Normalfall nicht mit Blitz fotografieren, weil dann die Haut von diesen Tieren kaputt geht. Deswegen steht häufig in den Zoos, wo sowas gezeigt wird, ein großes Verbotsschild. Bitte keine künstlichen Lichtquellen einsetzen und da sollte man sich auch dran halten. Die Tiere sterben tatsächlich sonst. Und das ist natürlich gleichzeitig die Schwierigkeit. Wie kriege ich ohne eine weitere Lichtquelle das von hier unten beleuchtet? Geht nicht. Von oben ist irgendein Licht da. Der ganze Raum ist geschlossen. Die flattern ja schließlich da frei rum. Und man kann nicht die Aufnahme so gestalten, wie man möchte. Man muss mit dem leben, was man hat. Ein Schwarz-Weiß-Bild von ein paar Pilzen. Ob nun giftig oder ungiftig, weiß ich nicht. Da ich mir nicht sicher war, habe ich es in Schwarz-Weiß gemacht. Sonst hätte ich es vielleicht eher ins rötlich-violette gepackt, bei giftig oder mehr so ins grünlich-bräunliche, wenn es dann so steinpilzartige Sachen gewesen wären. Ein Gewirr von Pilzen, aber die Struktur erinnert eher nicht an ein Wimmelbild, sondern ist halt ein typisches Makro. Ja, das wäre eher ein Suchbild, habe ich in Frankfurt im Flughafen aufgenommen. Das ist ein Aschenbecher, der dort fest eingebaut war, eben halt aus der Nähe fotografiert. Wenn ich einen Meter weiter weggegangen wäre, hätte er sofort gesehen, was es halt ist. Lebt ein bisschen von den Farben und den senkrechten Linien. Hier paaren sich gerade zwei Taschenuhren, die nicht gerade billig sind. Und man sieht, ich habe nicht ganz aufgepasst. Also hier ist ein bisschen Staub drauf und das macht das Bild leider ein bisschen schlechter, als es eigentlich ist. Ansonsten habe ich hier halt versucht, mit maximaler Abblendung, möglichst kleine Blende, die Schärfentiefe hochzufahren, aber so ganz ist es nicht gelungen. Man bräuchte hier 2 cm Schärfentiefe und die kriegt man bei einer Makroaufnahme einfach nicht hin. Ja, da hat meine Frau gerade ein, ja, weiß ich nicht, eine Zwiebel oder irgendwas anderes geschält gehabt und das Ding lag auf dem Tisch. Ich habe mir gedacht, Mensch, wie sieht denn das aus, wenn du das richtig beleuchtest und auf Blau legst? Sieht super aus. Also man kann selbst aus Küchenabfällen eine schöne Makroaufnahme machen. Die lebt in diesem Fall natürlich von der Beleuchtung und der Farbe. Ja, da hat sich im Winter eine Pflanze etwas zu weit vorgewagt. Das heißt, die Knospe ist schon ausgebildet, aber ja, man sieht hier unten, dass er vereist ist. Und obendrauf dieses Ding ist kein Sahnehäubchen, sondern das ist einfach schlicht und einfach Schnee. Naja, hoffen wir, dass die Pflanze das trotzdem überlebt, aber ist ein Schuss wert. Aus dem Palmengarten. Im Palmengarten gibt es halt sehr, sehr viele exotische Pflanzen. Am besten geht man hin, wenn alle anderen Menschen da nicht hingehen, also zu unmöglichen Zeiten, um dann in Ruhe auch mal solche Aufnahmen machen zu können, auch mal ein Stativ aufbauen zu können, ohne dass die Leute einen umrennen wegen dieses Stativs. Jedenfalls habe ich so gemacht, funktioniert super und die Farben sprechen natürlich für sich. Auch im Palmengarten eine etwas andere Pflanze, die halt das Wasser sammelt durch ihre Struktur und das kommt halt durch die Beleuchtung hier super raus, weil hier überall diese Reflexionsflecken da sind. Ist natürlich nicht die natürliche Beleuchtung, sondern da habe ich mit halt einem Blitz so lange rumgefummelt, bis halt genau dieser Effekt entstand. Und da muss man wirklich, habe ich ja eben gesagt, rumfummeln, weil es hängt natürlich vom Aufnahmestandort ab, dem Winkel und so weiter, dass dieser Effekt auftritt und nicht nur einfach Helligkeit produziert. Auch wieder so eine sukkulente Pflanze. Ja, sieht halt schon ein bisschen fast gespenstisch aus. Man erwartet jeden Augenblick, dass die Pflanze aufgeht und irgendwas verschlingt. Ne? Eben von den Farben auch eine Blüte. Ich habe sie etwas überbelichtet, um diesen Farbansatz noch mehr nach vorne schießen zu lassen, also brutal werden zu lassen, gesättigt. Finde ich, sieht auch sehr gut aus, als ob die Pflanze in Flammen steht. Eine sehr filigrane Pflanze. Da habe ich einen künstlichen Hintergrund benutzt, den ich immer bei mir trage und mir ausgedruckt habe und damit diesen grafischen Aspekt natürlich unterstützt. Eins von den Tierchen, die man im Zoo gerne sieht, und das ist so ein Tierchen, was dann doch relativ lange stillhält. Da war noch eine Glasscheibe dazwischen, da muss man immer wegen der Reflexe aufpassen, aber wenn man sich eine lange Zeit nimmt und guckt, wie es optimal ist und manchmal auch den Objektivdeckel direkt ans Glas presst, damit es da nicht noch zusätzliche Reflexionen gibt, kann man solche Aufnahmen machen. Ist auch ein bisschen Glück dabei. Hier wieder eine Pflanze aus dem Palmengarten und dieses Teil sieht man ganz deutlich, ist scharf, da habe ich scharf gestellt. Der Rest verliert sich sehr, sehr schnell in Unschärfe, auch hier vorne. Dazu passt dann halt dieses, ich sage schon fast göttliche Licht, was von hinten kommt, was man dann einfach spendieren muss. Und das sind dann halt die Augenblicke, wo man ein Makrofoto nicht mehr alleine machen kann, sondern wo man irgendeinen Hilfsmenschen braucht, der einfach das Licht hält oder halt einen ziemlichen Aufwand treiben muss, weil man halt ein Lichtstativ mitnehmen möchte dann.
Ganz banale Aufnahme, Stacheldraht, habe ich irgendwo am Moor, glaube ich, gemacht. Und jede Menge Fusselzeug drumherum, da haben irgendwelche Spinnen oder was ihre Fäden mit reingebaut. Wird einfach durch die Tatsache, dass es groß dargestellt wird, irgendwie interessant. Ansonsten ist es eine absolut banale Sache, halt ein Stacheldraht. Eine Pflanze mit einem Pollenstand oder einem Blütenstand, ich weiß nicht genau, was es ist, die Kontraste überzeugen natürlich. Einmal diese Sache hier, die sehr, sehr räumlich dadurch wirkt, dass halt die Schärfentiefe hier voll zuschlägt, oder vielmehr die Schärfenuntiefe. Und zum anderen halt man förmlich sieht, wie dieses Ding als Kugel irgendwie das Bild bereichert. Auch eine ganz banale Aufnahme war irgendein Strauch und es hat ein bisschen geregnet und das Wasser hat sich gesammelt und dann lief halt diese Wasserperle darunter und ich habe sie in dem Augenblick erwischt. Natürlich goldenen Schnitt in diesem Falle, damit es auch ein bisschen harmonisch wirkt, das Bild. Das machen wir ja schon fast selbstverständlich. Ja, und durch das Bild gebrochen, das wirkt ja dann wie eine Linse, wird dann irgendwie die grüne Umgebung ein bisschen abgebildet und wahrscheinlich auch der Himmel. Wieder eine etwas ungewöhnliche Pflanze. Auch hier kein Problem, diese Pflanze freizustellen. Der Hintergrund ist zwar auch schön grün, wie die Pflanze auch, aber dadurch, dass er halt dieses Bouquet da ist, also diese verschwommenen Teile, das nennt man aus dem Japanischen, kommt unschärfe Bouquet, sieht man sofort, okay, das Hauptmotiv ist halt diese trompetenförmige Pflanze. Ja, das sieht im ersten Augenblick so aus, als ob der Fotograf einfach Glück gehabt hätte und da einen Wassertropfen in eine ruhige Wasserfläche hat fallen lassen. Aber bei näherem Hingucken sieht man, dass es also nicht so ein Geist ist, der sich da zufällig gebildet hat, sondern da ist schon ein bisschen wirklich ausentwickelte Bildverarbeitung mit im Spiel gewesen, um diese eher düstere Figur dort zu erzeugen. Also glaube ich nicht, dass das wirklich so zufällig hingekommen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber trotzdem, nettes Bild, gut gemacht. Schauen wir uns an. Meine Kamera am Liegen, einfach auf die Frontlinse geguckt, aufgenommen, Unschärfe, man sieht sofort, wo das Bild sein soll, wo die Musik spielt, halt bei dieser Linse und hinten die Bezeichnung der Kamera verschwimmt im Unscharfen. Bei solchen Fotos unbedingt ordentlich vorher abpusten, abpinseln, was auch immer. Jedes Staubkörnchen stört dort immens. Aufnahme von einer etwas älteren Kamera. Auch hier sieht man sofort den Unschärfeeffekt. Da sind ein paar Dinge scharf und einen Millimeter daneben fangen sie schon an, ins Unscharfe zu versinken. Dieses Ding ist hier noch scharf und nach allen Seiten hin wird es unscharf. Natürlich andere Teile des Objektes, die in der gleichen Entfernung liegen, sind auch hier scharf und da bildet sich dieser Unschärfeffekt wieder ab. Man sieht förmlich, wie das Auge springt, um die einzelnen scharfen Punkte sich anzugucken. Eine Mondpflanze sieht absolut gewaltig aus, ne? Durch das rote Licht von außen und dann dieser einzelnen Pollenträger und hier innen drin sind dann sind der Fruchtstand für die nächste Generation. Sieht einfach toll aus und auch sehr dreidimensional.